So, hallo liebe train.eu Forumsmitglieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich lange kein neues Video mehr erstellt, weil ich viel unterwegs war. Entschuldige auch meine komische Stimme, denn ich bin erkältet. Aber das schaffen wir schon. Und zwar war ich viel verreist jetzt im Juli. Ich war im Tomorrowland, ich war in Vegas, USA, Bulgarien war ich auch kurz. Kann ich ja mal kurz einblenden. Tomorrowland war echt Hammer. Ja, und Auslöser dieses Videos ist jetzt, weil mir jemand eine E-Mail geschrieben hat hier. Kann ich ja kurz zeigen. Hier kam schon Unmut auf, denn hier jemand hat geschrieben, ich wundere mich, dass keine neuen Trading-Witz kommen. Stattdessen wird ein altes Video neu vertont, ja, weil der Ton scheiße war, deswegen habe ich das Video nochmal neu hochgeladen. Deshalb als Gegenargument mache ich jetzt doch noch ein Video heute. Und er hat gefragt, ob das Template nicht mehr so gut läuft. Also da kann ich euch versichern, das Template läuft hervorragend. Also ich habe auch im Urlaub bisschen am Laptop getradet. Hauptsächlich bei Finmax. Das zeige ich euch mal kurz. Genau, hier ist mein Konto von. Also ich habe 5.000 ausgezahlt. Und jetzt stehe ich bei 19.000. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte beim letzten Trading-Video. Ich glaube 13.000 oder so. Also war trotzdem schon ein sehr guter Monat. Und ich trade hauptsächlich bei Eirex und Finmax. Jetzt gucken wir mal meinen Kontostand bei Finmax. Ich habe bei Eirex meine ich, bei Eirex habe ich diesen Monat gar nicht getradet, nur einmal. Wie ihr seht, ist der Kontostand unverändert. Die drei Trades hier könnt ihr sehen noch vom letzten Video. Also, das Template funktioniert noch top. Ich trade jetzt bei Finmax, gefällt mir ein Tick besser, muss ich sagen. So, dann schauen wir mal, ob wir einen Einstieg finden. Hier seht ihr übrigens das Binary Blue Power Template V2.1. Also alle, die das Template erworben haben oder Premium-Mitgliedschaft haben, die können sich das natürlich kostenlos herunterladen wieder. Dieses Update, also ohne neue Broker-Meldung und sonst was. Das kommt die Tage online. So, eigentlich hätten wir jetzt einen super Einstieg nach oben. Der Trend geht nach oben. Wir sind im unteren Bereich angekommen. Jedoch zeigen die Signals noch nicht nach oben. Die Signals wurden eigenständig umprogrammiert. Und also komplett umprogrammiert, angepasst. Und der Algorithmus wurde verändert. Also wenn jetzt irgendjemand behauptet, es sind Free-Indikatoren oder so, der labert Bullshit. Das versichere ich euch. So, also wir warten jetzt, bis RSI und die Stochastik unter diese gestrichelte Linie gekommen sind. Und wenn die dann nach oben abknicken und die Signals nach oben zeigen, dann wäre das ein super Einstieg. Ja, dann warten wir mal ab. Währenddessen zeige ich euch mal, weil ich habe letzte Woche so ein komisches Template zugesendet bekommen, was irgendjemand erstellt hat. Beziehungsweise der hat versucht, das Template hier nachzubauen. Ich habe letzte Woche auch getradet bei Finmax und jetzt zeige ich euch nur ein ganz kurzes Beispiel. Also ich gehe nicht weiter darauf ein, weil das ist alles Kindergarten. Also hier habe ich getradet mit den Blue Power Signals. Am 4. August war das, nachts. Und hier hatte ich einen super Einstieg nach oben. Wir waren im unteren Bereich, der Trend ging nach oben. Wir waren unter der RSI, unter der Stochastik, also unter der gestrichelten Linie und hat super nach oben gezeigt. Dann die Signals haben top nach oben gezeigt und wir sind in den Trade eingestiegen. Zum Vergleich zeige ich euch mal, ich nenne das hier Chaos-Signals. Jemand behauptet ja, das sind ja dieselben Signals. Also die Signals zeigen in komplett andere Richtung. Also ich empfehle euch stark nicht damit zu traden. Damit verliert ihr nur Geld. Und dann schauen wir uns das Ergebnis auch noch schnell an. Ja,
Genau, 10 Minuten später, hier seht ihr auch, das war ein Screenshot, genau in demselben Moment. 3:45 Uhr. 3:40 Uhr, ja. Hier zeigen die Signals nach oben, hier komplett nach unten, andere Richtung. Und selbst der Kanal zeigt nach unten. Also das ist echt ein komplett anderes Template. So, hier. So, sorry, hier sehen wir das Ergebnis. Signals sind wie vorhergesagt. Sorry, der Kurs ist wie vorhergesagt nach oben geschossen. RSI ist weiter hochgegangen, Stochastik auch. Und ja, da habe ich einen super Trade absetzen können. So viel zu dem Bullshit hier. Ich werde jetzt auch nicht mehr weiter darauf eingehen. So. Jetzt warten wir noch den Einstieg ab. Ich melde mich dann zurück. Bis später. So, ich war sehr geduldig. Geduld ist das A und O beim Traden. Also wir haben nicht ganz diese Linie hier unterschritten, weil wir haben steigende Tiefpunkte. Daher sind wir nicht ganz unter diese Linie gekommen. Trotzdem denke ich, dass der Trend hier wendet. Wir traden ja nach der Trendumkehrstrategie. Jetzt warten wir nur noch auf den wichtigsten Indikator, den Blue Power Signals. Wenn der 5 Minuten hoch anzeigt, dann traden wir 5 Minuten hoch. Dann haben wir einen super Trade. So, ich bereite schon mal alles vor. 5 Minuten, ich glaube, er hat gerade umgeschaltet. Schnell, schnell, schnell. 1500, zeigt hoch. Schnell rein da. Hoch. Handel. Perfekt. Ja, läuft doch. Gefällt mir. Bei Finmax ist es so, dass man nicht glatt 5 Minuten traden kann. Aber das passt schon so. Also die Auslaufzeit ist immer 30 Sekunden mehr oder weniger. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Denn der Kurs sollte ja dann mittlerweile schon oben sein. Ist ein traumhafter Einstieg. Also Stochastik und RSI zeigen super nach oben. Die Volatilitätskerze hier zeigt auch schon, dass es mehr Käufer gibt als Verkäufer. Das seht ihr auch hier. Diese Daten bezieht er übrigens direkt vom Broker hier, von Active Trades. Also, das ist jetzt nicht auf alle Trader bezogen, sondern nur auf den Broker. Gut, dann melde ich mich in 5 Minuten zurück. Bis gleich. So, wie von den Signals prognostiziert, ist der Kurs nach oben geschossen. Zeige ich euch jetzt hier auch bei Finmax. Jawohl. Der Trade dauert noch 10 Sekunden. So, wie ihr sehen könnt, sind die Signals hier bombastisch. Ihr kriegt das Template hier kostenlos über eine Broker-Anmeldung auf traden.eu. Wenn ihr noch nicht so fit seid mit dem Traden oder komplette Anfänger seid, dann habt ihr hier einen Strategiebereich auf traden.eu. Der ist komplett kostenlos für alle User. Und hier lernt ihr alles von A bis Z, von den Grundlagen bis zur Vorbereitung zum Traden. Dann habt ihr hier einige Handelsstrategien, die Wahl des richtigen Brokers und eines der wichtigsten auch Money Management und Trading Psychologie. Wer zu faul ist, holt sich einfach das Template und tradet nach den Signalen. Geht auch. Ja. So, Bombentrade. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.